Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und heute werden wir diese Welt mal wieder in die Luft jagen. Wir haben verschiedene Sachen über Babys, die Atombomben sind, über irgendwelche Strahlen, die vom Himmel kommen, über Sonnen, die wir in die Luft jagen. 2, 1. Und noch vieles mehr. Ja. Gut, wir sind jetzt hier gerade in einer Welt und wir haben eine schöne Mod am Start zu Explosive Ideas. Diese wurde von einem YouTuber gemacht, der Zuschauerideen umgewandelt hat. Und das sind die Ergebnisse. Aber nicht nur diese Items, sondern auch ein paar Features einfach so. Zum Beispiel, wenn Schafe Gras fressen, explodiert in einem bestimmten Umkreis Diorit im Boden. Warum hat man das gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe versucht gerade schon, das Schaf zu scheren, sodass es Gras frisst, aber irgendwie. Mag das anscheinend nicht so. Weiß ich gar nicht warum. Du wirst schon nicht sterben, wenn du ein bisschen Gras futterst. Komm schon. Ist das sehr saftiges, leckeres Gras. Gut, dann gibt es eine sehr lustige Sache. Und zwar, wenn ihr jemanden einen Headshot mit einem Pfeil verpasst, ja, dann explodiert deren Kopf. Ihr habt richtig gehört. Wenn ich jetzt also diesem Schaf einen Headshot verpasse. Es ist so dumm. Hey, Schaf. Dann ex also wenn ihr einen Headshot macht, dann explodiert der Kopf zu Konfetti. Es ist so genial. Und sei das nicht genug, wenn ihr Essen habt, ja? Stehen wir mal das Essen hier. Das fliegt einfach in die Luft. Ihr könnt ja hier ein paar Steaks hinwerfen. Oh Mann, das ist doch so genial, Alter. Wer kam auf die Idee? Oh, er hat gerade ein Schaf Gras gefressen. Aber zu ist kein Diorit. Ich kann ja mal hier ein bisschen Diorit hin platzieren. Ja, ihr habt's gesehen. Gut, gehen wir über zum nächsten Feature. Und zwar Schildkröten, ja? Schildkröten sind ab sofort Minen. Wenn ihr sie haut. Ey, das ist doch so krank. Und selbst die Babys. Selbst die Babys. Oh Mann, das ist so krank. Ja, das ist auf jeden Fall schon was ziemlich Lustiges. So, dann fangen wir erstmal an mit dem harmlosen und zwar TNT Sticks. Die sind bouncy, ja, also sprich, diese explodieren und springen weiter. Und tschüss. Da fliegt's. Können wir mal ein paar mehr machen? Ja. Das hilft auf jeden Fall ein bisschen. Dann haben wir als nächstes Pilzkühe, die TNT haben. Ja. Wenn ihr dann die Milch von denen nehmt und sie trinkt, dann explodiert ihr. Eigentlich. Ja. Dann kommen wir zu C4. C4 hat die lustige Eigenschaft. Es klebt. Und wir können ja mal davon ein paar. Jetzt kann ich ziemlich hoch befördern. Und das Geilste kommt auch noch. Ihr könnt die Sachen an Mobs platzieren. Zum Beispiel hier die schöne Schildkröte. So, und tschüss. Oder hier die Kuh. Arme Kuh. Warum hat denn hier alle so komische Augen? Ja, ziemlich powerful. So, und dann kommt noch was richtig Geiles. Seid ihr auch manchmal genervt von Slimes? Ja,
dann ist das die perfekte Gelegenheit für euch. Ihr habt einen nervigen Slime. Ihr könnt ihn einfach in die Luft jagen. Ich mache mal ein paar große. Pass auf. Es ist so geil. Ihr könnt einfach Slimes in die Luft jagen. Und schon ist euer Problem aus der Welt geschaffen. Oh Mann, ist das geil. Gut. Gehen wir weiter zum Clownhammer. Der ist eigentlich ganz cool. Und zwar hat er so einen lustigen... wie ihr seht. So... Was soll ich sagen? Diesen Cartoon-Effekt. Aber jetzt kommt das Beste. Er ist ja nicht wirklich explosiv, wie ihr gesehen habt, ne? Man kann aber... Irgendjemand hat gerade jemanden einen Headshot gegeben. Ihr könnt aber Endcrystals nehmen. Und wenn ihr die in eure Offhand packt, könnt ihr sie mit dem Rechtsklick hochwerfen. Und dann könnt ihr Mama den Endcrystal wegfeuern. Ist das nicht cool? Ich liebe dieses Feature. Aber die Stratosphäre... Ja, das ist der Hammer. Boah, wirklich der Hammer. So, dann kommen wir hier, die lassen wir mal aus, zu einer Glitchbombe. Und diese... schießt die Blöcke aus dem Boden raus in den Himmel. Und ja, da bleiben sie jetzt. Wenn man jetzt so wie ich wieder ein bisschen übertreiben will. Da gehen die fest runter. Uiuiuiui. Dann kann man damit echt viel Spaß haben. Oh. Leck. Ja. Ihr seht also... Die haben schon ein bisschen was in sich. Gut, dann geht es jetzt lustigerweise weiter zu einer Rakete. Und diese Rakete, wenn ihr sie benutzt, seid ihr selbst die Rakete. Ihr könnt sie selbst steuern. Es ist so dumm. Aber gleichzeitig auch irgendwie cool. Target acquired, da unten. Oh, hier sind ziemlich viele Mobs. Achtung, wir machen es nochmal. Muss jetzt so richtig zielen. Ja. Jupp, da hat wohl ein Schaf wieder mal Gras gefuttert. Okay, weiter geht's mit dem Babywand. Und, ja, wobei, ich mach glaube ich erstmal den Orbital Remote. Der ist eigentlich ganz cool. Da, wo ihr jetzt hinklickt. Ja, schießt ihr auf jeden Fall etwas in den Boden. Und das könnt ihr sogar spammen. Ist das geil. Super. Perfekt, um die Basis eurer Freunde hochzujagen, würde ich jetzt sagen. Ach ja. Können wir da hinten mal ein bisschen aufräumen. Oh, ist das schön. Boah, ist das schön. Ja, gut. Dann gehen wir weiter zu einer Ego-Bombe. Und die Ego-Bombe, ja, hebt das Ego eines Spielers hervor. Oder nicht nur eines Spielers, sondern auch eines Entities. Und was diese Bombe macht, sie... Größer den Kopf. Und das funktioniert sogar auch bei euch selbst. Achtung. Ja, es ist so geil. Wo sind eigentlich die Hitbox von der Kuh?
Ich muss kurz die Hitbox finden, einen Augenblick. Ah, da. Nee. Da. Oh nein, jetzt läuft die Kugel geköpft rum. Das funktioniert übrigens auch bei euch. Zum einen meiner Favorites, und zwar die Artilleriekanone. Diese Artilleriekanone müsst ihr einmal nachladen hier, ganz normal. Ganz cool eigentlich. Und die könnt ihr halt hier nochmal steuern und dann, ja, könnt ihr sie mit einem Redstone-Impuls losballern lassen. Zum Beispiel hier einen Knopf. Und ich meine, man kann, ja genau, mit Schiffretze könnt ihr sogar sehen, wo ihr hin aimt. Eigentlich ganz cool. Wir bauen jetzt mal hier ein bisschen näher dran. So auf dem Baum zum Beispiel. Und dann... Ganz cool. Ein Problem ist nur, es ist leer und die könnte ich mehr nachladen. Deswegen gibt es die Enchanted-Version. Und diese Enchanted-Version hat die coole Möglichkeit, dass sie sich automatisch mit, wenn sie leer ist, nachlädt. Das heißt... Und da fliegen die Dinger. Und schon ist er nachgeladen. Und jetzt kommt das Beste, Leute, ja? Jetzt kommt das Beste. Ihr könnt die Dinger, ja, schön nebeneinander stacken. So, 3, 2, 1. Das sieht schon geil aus. Und wenn ich jetzt mal da hinten fliege, er hört es schon. Oh, ist das geil. Und man hört so leicht im Hintergrund wie die schießen. Reich mich mit diesem Sound. Pure Zerstörung. Ich muss ihn noch laden. Ich glaube, das freut Wolfi hier gerade. Schön vorstellen, das wäre die Base von jemandem. Fürchterlich da drüben. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer coolen Sache, und zwar die coole Sonnenbrille. Und wenn ihr diese aufzieht, passiert nämlich Folgendes. Überall, wo ihr hingeht, folgen euch Explosionen. Wie in einem echten Film. Ist das geil. Wir laufen hier mal ein bisschen. So ganz gechillt. Wir müssen es jetzt auch so Zeitlupe machen, aber... ja. Das passiert aber nur, solange wir die Brille aufhabt. Und es geht nicht wirklich was kaputt. Gut, dann kommen wir nun zu den zwei Sachen, drei Sachen und den auch noch. Den hier nicht machen, das zerstört eure Welt. Und zwar einmal zur Nuke. Und ja, sie ist ein Baby. Ja, wir fliegen mal so langsam in die Richtung. Also irgendwas sagt mir, hier ist irgendwas faul. Ich weiß nicht was. Ich habe nur so ein Gefühl. Whoops. Da habe ich wohl aus Versehen eine Naturkatastrophe. Habe ich wohl aus Versehen eine Atombombe gezündet. Ja, und jetzt hüllt sich ja alles so in wunderschönen Rauch. Wo ist wohl die Nuke hochgegangen? Oh, das sieht eigentlich voll geil aus. Das Gras stört hier so. Schaut euch das an. Sieht das nicht cool aus? Oh mein Gott. Und wisst ihr was? Wir machen ein bisschen Spaß. Ein bisschen. Ich liebe dieses Ding. Ach ja. Okay.
Gut. Wird aber Zeit, den zweiten Stab auch noch zu zeigen. Mein Gott. So. Holy shit. Ja, und wenn wir das ein paar Mal öfters machen. Ich glaube, mein Game wird jetzt crashen. Oh. Fliegen wir, Baby, zurück! Gut, dann kommen wir zu dem Moment, an dem wir die Sonne hochjagen werden. Und ja, wow. Ist ja gut da hinten. Dankeschön. So, ich will euch nur vorwarnen: Flashbang in 3, 2, 1. Ja. Ich weiß nicht, ob man was sieht, aber es ist dunkel. Also wirklich dunkel. Man sieht nur die Explosion da oben. Aber sonst sieht man vielleicht da noch eine Explosion. Ja. Oh Mann, ey. Aber das wäre doch was. Das sieht schon geil aus irgendwie. So, und kommen wir jetzt noch zu der letzten Sache. Und zwar gehen wir dafür ins Weltall. Und zwar spawnen wir jetzt unser Solarsystem. Und hier könnt ihr sehen, da sind die ganzen Planeten, die um die Sonne herumgehen. Ziemlich cool, was? Und jetzt aktivieren wir eine Supernova. Das wir jagen die Sonne jetzt noch einmal in die Luft. Ja. Mir tut auf jeden Fall unser Sonnensystem jetzt schon leid. Oh nein, es geht langsam los. Oh, da ist die Erde. Hi. Ich glaube, davon werden wir nicht mehr viel mitkriegen. Oh shit. Es sieht aber so verkehrmäßig aus. Eine Sache frage ich mich jetzt natürlich. Wenn ich doch unser Sonnensystem hochgejagt habe, wie kann ich da noch existieren?